Herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play Part von Digimon Survive. Als allererstes, ich war letzte Woche im Urlaub, für mich letzte Woche, und war auf großer Kanu-Tour. Und wir sind mit diesem Kanu, als wir mitten auf dem See waren, Ewigkeiten weg von allem Land, in einen Sturm mit Donner und Blitz geraten. Dezent gefährliche Situation. Ich war scheiße panisch und ich will nur sagen, ich möchte mich gern bei Ryu entschuldigen für alles, was ich bisher über ihn erzählt habe. Ich habe mich genauso verhalten wie er. Nicht ganz so negativ, ich hatte einen gewissen Aktionismus, der mich vom komplett Durchdrehen entfernt hat. Also ich habe einen Schwamm und eine Flasche genommen und die ganze Zeit Wasser aus unserem Boot rausgeschüttet, damit wir nicht untergehen. Das hat mich ein bisschen am Laufen gehalten, aber sonst kann ich Ryu jetzt wesentlich besser verstehen. Just saying. Vertrauen ist immer noch ein Arschloch. Das hat sich nicht geändert. Und damit zurück zu Digimon Survive. Wir schauen, was die ganzen Leute so zu sagen haben. Wir sind jetzt momentan zur Einordnung. Gute Frage. Ich habe eine Weile nicht mehr gespielt, weil ich war im Urlaub. Auf großer Kanu-Tour. Und wir hatten vorher den Professor verloren. Darüber sind alle ein bisschen traurig. Haben überlegt, was machen wir als nächstes. Und ich glaube, die Entscheidungen sollten nach diesem Ding hier fallen, was wir gerade machen. Also, Haiminoru, was sagst du zu dem ganzen Ding hier gerade? Hey, Takuma, hast du Falcomon irgendwo gesehen? Nein, sag mir jetzt nicht, dass er schon die ganze Zeit weg ist. Genau, erst dachte ich, er kommt gleich zurück und hat mir keine Sorgen gemacht. Aber jetzt ist er schon so lange weg. Ich habe Angst, dass ihm etwas passiert ist. Hm? Komisch, ich habe Agumon auch aus den Augen verloren. Well, that's unlucky. Ja, ich kann ihn nirgendwo sehen. Und du weißt nicht, wo er hin ist? Keine Ahnung. Wie ich Agumon kenne, bezweifle ich allerdings, dass er weit weg ist. Er hat bestimmt Essen gefunden. Okay, vielleicht muss ich nur abwarten und Falcomon kommt auch zurück. Das sagt er vielleicht, aber er macht sich immer noch Sorgen um Falcomon. Immerhin ist er nicht so verrückt, alleine suchen zu gehen. Well, that's something, das stimmt. Ohne Falcomon wäre Minoru da draußen verloren. Aber ich würde ihn so gern beunruhigen. Exakt. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Ich halte auch schon nach ihm. Ich schaue da mal noch ein bisschen mit. Können wir ja beide machen. Ich halte die Augen offen. Ich wollte sowieso um die Schule herumgehen. Hey, das wäre toll. Danke, Mann. Oh, aber lass dich nicht davon abhalten, mit allen zu reden. Man weiß ja nie, er könnte von selbst zurückkommen. Das ist ein bisschen random, bis alle Demon weg sind. Ob das irgendwie storytechnisch relevant ist? Ne, ich warte einfach noch ein bisschen. Cool, ich schicke ihn zu dir, wenn ich ihn sehe. Super, danke. Ey, dein Thema sucht dich. Den du einfach nicht entkommen kannst, weil er immer neben dir ist. So, wir müssen auf jeden Fall aber noch mit Vertrauensschüler reden und vielleicht muss ich auch persönlich bei Ryu entschuldigen. Warum ist da Kunemon alleine? Das gefällt mir nicht. Es gefällt mir auch sehr nicht, dass niemand da ist, außer Minoru. Kunemon? Ich frage mich, was er da macht. Yes. Hi. Und jetzt sag bitte nicht nur QQ. Von mir aus auch das. Was machst du hier ganz alleine? Wo ist Ryu? QQ. Oh, Entschuldigung, ich verstehe immer noch nicht, was du sagst, aber schön, dass wir geredet haben. Warte, aber ich kann es mir denken. Ryu ist immer noch in schlechter Verfassung, hä? Wolltest du deswegen spazieren gehen? Mann, wenn wir nur irgendwie kommunizieren könnten. Oh, ich hab's. Wie wäre es mit Gesten? QQ? Ja. Wenn du den Kopf zur Seite legst, verstehe ich dich gut. Wie kann ich das ausdrücken? Warum sagst du mir nicht mit Bewegung, was du denkst? QQ! Da, ein Nicken. Das könnte klappen. Oh, das ist der rote Backen. Das gefällt mir. Okay. Also erstmal, warum bist du nicht bei Ryu? Ist er zu schnell gelaufen? Du bist nicht hinterhergekommen. I understand this. Das war deiner Geschwindigkeit. War es okay, Ryu zu verlassen? Ich weiß, dass es ihm schlecht geht, aber sollte er allein bleiben? Ja. Oh, tut mir leid, ich wollte dir nichts vorwerfen. Schau nicht so ärgerlich. Die anderen sind ja schließlich auch in der Schule. Da drin ist es viel sicherer. Und ich bin mir sicher, du bist manchmal auch gern allein. Hey, das erinnert mich daran, dass Agumon und ein paar andere auch fehlen. Es gibt noch mehr. Ja, wir verbessern jetzt nämlich die Beziehung zu Kunemon, weil Ryu uns nicht ganz egal ist, meine Entschuldigung, aber naja, Kunemon ist immer noch netter. So, apropos, wieso bist du denn jetzt eigentlich hier? Genau, Antwort auf meine Entweder-Oder oder Antwort auf meine freie Frage mit Ja-Nein-Antworten. Das wird schon klappen. Was bringt dich her, Kunemon? QQQ! Was zur Hölle? Ein Kreis? Nein, etwas Großes. Und ist das ein Umriss? Entschuldige, das verstehe ich nicht. Er patrouilliert ringsrum, um uns safe zu halten, weil er voll geil ist. Wie kannst du das nicht verstehen, dass er patrouillieren geht? Goddammit, wohin gehst du denn? Willst du etwas hier machen oder bist du irgendwohin unterwegs? Yo! Oh, er zeigt auf etwas. Das ist einfach zu kapieren.
Schauen wir mal, der Weg würde zum Schrein führen. Warum willst du dahin? Kyo, Kyo. Was macht er jetzt? Schüttelt den Kopf. Wachsam bleiben? Nach etwas suchen? Entschuldige, das verstehe ich nicht. God fucking David ist unser Typi Dance. Okay, also er geht in Kreisen, um zu patrouillieren, aber sein momentanes Ziel ist der Schrein. Und wenn das Digimon hier ist, werden auch alle anderen höchstwahrscheinlich beim Schrein sind, aber Kunemon so scheiße langsam nicht angekommen ist. Zähl doch mal 1 und 5 zusammen. God damn it, es ergibt 7. Hast du Agumon gesehen? Hey Kunemon, hast du Agumon oder einen der anderen gesehen? Wir suchen nach ihnen. Kyo! Was? Geht es da nicht zum Schrein? Du meinst sie... Ach, was für ein Surprise! Kyo! Nee, Kyo? Welches Kyo ist das? Kyo the Music, I guess. Aber warum? Was gibt es denn am Schrein? Kyo, Kyo! Hä, was? Ich soll dir folgen? Ich weiß nicht, ohne Agumon in den Wald zu gehen, fühlt sich gefährlich an. Aber wenn Agumon und die anderen dort sind, will ich sie zurückholen. Okay, dann gilt es. Bring mich zu Agumon und den anderen. Kyo, Kyo! Nee, Kyo, Kyo! Sorry, falsch vorgelesen. Wie konnte mir das nur passieren? Bei diesen vielen Buchstaben, die das da ausspucken kann. Irgendwie mag ich die Charaktere, die nicht viel sagen können. Das ist. Könnte auch ein Grund sein, warum Pokémon so erfolgreich ist. Unglaublich, dass alle hingegangen sind. Hey Agumon, wo gehst du hin? Ich gehe nirgendwo hin. Guck mal, hier ist was. Hey, was macht ihr denn hier? Oh, Takuma, hier entlang. Warum seid ihr alle hier? Ich hatte so ein Gefühl, dass etwas hier ist. Was denn? Pass auf, Leute. Hier ist ganz sicher was. Was? Was ist es? Ich rieche was. Wir müssen vorsichtig sein. Weißt du, was es ist? Nein, ich sage dir, dass du vorsichtig sein sollst, weil ich das eben nicht weiß, du Dombatz. Wie auch immer, ist auf jeden Fall eine Kreatur wie wir. Aber wir wissen nicht, ob das Freund oder Feind ist. Ja, dann fragen wir es mal. Guck mal da drüben. Da raschelt irgendwas im Unterholz. Halt, nicht näher rangehen. Das könnte gefährlich sein. Schauen wir uns von hier aus an. Ich hole mal kurz meine Kamera raus. Okay, hier wäre wirklich was. Kurz gucken, ob wir ein Item übersehen. Sieht nicht... Doch, sieht danach aus. Hab ich doch genau mitbekommen. Komm. Visier an. Da, dankeschön. Wenn wir dabei sind, können wir nochmal mit Blut einsammeln. Was ist das? Fühlt sich an wie eine Stimme. Oh, nice. Sehr gut. Oder jemand aus dem anderen. Kapitel 2. Ja, gerne doch. Das war der Reichs... Der irgendwo von 1800 gelebt hatte? Egal. Auf der Suche nach Nahrung hatte ich mich auf dem Berg verlaufen. Ich ging durch den Wald und wollte fast schon aufgeben, als eine eigenartige Kreatur erschien. Sie war auf keinen Fall menschlich. Und doch sprach sie mich an. Was bist du? Ein Dämon? Bleib mir vom Leib! Ah, was hast du denn für ein Problem? Hör auf, mich mit Steinen zu bewerfen! Good call. Der Dämon verteidigte sich mehr schlecht als recht in die Steine, die ich warf. Bei näherer Betrachtung sah er ziemlich schwach aus. Vielleicht war es ja gar kein böses Monster. Du willst mich also nicht fressen? Dich fressen? Wie kommst du darauf? Ich will einfach nur dein Freund sein. That's suspicious. Willst du ein bisschen Süßigkeiten haben? Ist even more suspicious. Mein Freund? Wenn sich plötzlich ein Monster mit einem anfreunden will, würde doch jeder Angst bekommen, oder? Seltsamerweise vertraute ich ihm fast schon. Ah, that's how they get you. Ich konnte es nicht genau sagen, aber eines war klar. Diese Kreatur war auf meiner Seite. In Ordnung, ich will auch dein Freund sein. Ehrlich? Yippie, ich bin so froh. Das mit dem Stein tut mir leid. Hab ich dir wehgetan? Ich halte ziemlich viel aus, keine Sorge. Trotzdem schön, dass du dir Gedanken darüber machst. Klappe halten, für ein Monster redest du ganz schön viel. Wow, schon wieder ein Monster? Du siehst das falsch. Wie bitte? Ich glaube, ich traue dir noch nicht. Ich spreche nur aus, was ich sehe. Naja, wie soll ich dich eigentlich nennen? Mich? Ich heiße... Punkt, Punkt, Punkt. Dieses seltsame Monster schloss ich mir einfach eine Zeit lang an. Seltsamerweise war mir das egal. Es war ja auf meiner Seite. Er sagt, du saß auf meiner Seite. Es ist auf meiner Seite. Das ist, wie es wirkt. Also warte mal, ich habe dem Typen gerade empfohlen, dass ihr einfach fragen soll, ob sie das Ding da im Gras auf unserer Seite ist. Ich bin genau auf demselben Level. Nice. Erstmal gehe ich zurück zum Dorf, zeige meinen neuen Freund und beweise denen, die auf mich herabgeschaut haben, dass sie Unrecht hatten. das wird sie bestimmt umhauen. Ah, ich kann es kaum erwarten. Aber es bedeutet, dass ich noch viel schneller von diesem Berg runter muss. Der wurde geopfert oder so. Oder irgendwie die Aussage war, dass alle ihn kacke fanden. Genau. Großartig gefühlskalt, alle böse angeguckt, vertrieben, weil er irgendwie keine Arbeit haben wollte und ähnliches. Okay.
So. Ich habe vergessen, weiter nach denen zu schauen. Ich glaube, ich habe ein paar von denen übersehen. Bisschen ungünstig, aber wir haben auch noch zwei Bewegungen. Zeit. Hi. Dieser Schatten. Lass mal kämpfen. Wenn der Freund ist, wird der schon sagen, dass er nicht kämpfen möchte. Hoffe ich einfach mal ganz stark. Oder wir boxen um. Umboxen ist immer eine Option. Okay, aber nice to know, dass tatsächlich Kuhlemann einfach nicht hinterhergekommen ist, als die anderen losgelaufen sind. Gut, gut. Ich meine, es muss jetzt irgendwas Sinnvolles sein, I guess. Ich meine, wir haben einen Bewegungspunkt dafür aufgebraucht, hierher zu kommen. Das. Und es war ja basically story-relevant, weil nur Kuhlemann da war und Minoru. Also, ich hätte Minoru voll quatschen können ohne Ende. Aber selbst der hat mir gesagt: Ey, ey, geh mal nach den Leuten suchen. Oh, Gardromon. Okay. Ich würde trotzdem erstmal wieder probieren, alle, die Story-relevant sind, hochzutrainieren. Und auch wenn Citramon ziemlich nice ist und geil mitkämpfen könnte, ist es, glaube ich, sinnvoller, die hier auf ein gutes Level zu bringen. So, Heiler erstmal. Wobei, jetzt bist du immer noch kein Heiler. Das heißt, jo, Champions bitte einmal alle vorne weg. Und Kuhlemann bitte einmal nicht ganz so weit hinten weg. Das würde mir schon mal sehr, sehr viel bedeuten. Lopmon und Florimon ist immer einfach nur noch da, um irgendwie ein bisschen Finishing Blows zu machen oder Pflaster zu verteilen. Auch das geht ja ganz gut. Gut, ich glaube inzwischen nicht mehr, dass wir Leute verlieren, wenn wir im Kampf besiegt werden, tatsächlich. Also, so wie ich das bisher sehe, würde ich sogar fast vermuten, dass es freier Kampf wirklich frei ist und was da passiert ist, relativ egal. Was ein bisschen schade wäre, wir spielen erstmal so, als wäre es nicht egal, nur um vorbereitet zu sein. So, das heißt, wir haben da hinten Loot. Ganz wichtig zu sehen, ja, der Einzige, der wirklich in Time hinkommt, ist höchstwahrscheinlich Diatrimon. Also redest du mal ganz kurz mit dir selber und gönn dir ein bisschen Bewegung. Hey, fucking Jung. Ich weiß, dass du das kannst. Allerdings, überlass das mir. Flieg, flieg und sieg zu meinem Loot. Das müsste ich doch actually angreifen können, oder? Das ist ja nicht wortwörtlich fliegt, ist eigentlich echt eine, vertane Chance, um zu zeigen, wie fucking weit der einfach kommt. Okay, jo, das klappt. Die Kiste ist umgeboxt. Ich nehme jetzt gerne nochmal so ein paar Entwicklungs-Items. Critical können dieser Kiste. Triff sie kritisch. Zerfleddere sie, sodass nichts, was da drin ist, überlebt oder übrig bleibt. Wait, das klingt nicht gerade günstig. Egal, Gardromon ist an sich ganz cool. Ich würde sagen, der ist sogar höchstwahrscheinlich, also vom Namen her, Verteidigermonster, sollte er so ein bisschen allein sein mit meinen Wertevorstellungen, oder? Was würdest du tun, wenn dir jemand sagt, dass etwas, woran du glaubst, nicht stimmt? Erstmal der Person danken. Ist das okay, Gardromon? Ich schätze, wir denken unterschiedlich. Du als Programm, okay, kannst wütend werden, sehe ich ein, wenn du dich selber umschreiben kannst. Ist es ein Verbrechen, auch mal Ruhe haben zu wollen? Ja, schäm dich. Gönn dir, Gardromon. Das ist ganz wichtig, auch einfach mal. Enttäusch mich nicht! Wir haben es schon verkackt. Dammit. Wenn dein Freund irgendwo Ärger macht, was würdest du damit umgehen? Ich würde immer noch schimpfen, damit er mal aufhört, Ärger zu machen. Okay. Vielleicht ist Kämpfen unser Schicksal. Well, fuck. Ist okay, dann boxen wir den halt um. 3 von 3 verkackt. Naja, man kann ja auch nicht immer mit jemandem allein sein. Ich glaube, ich habe da hart missinterpretiert, was der Typ so machen möchte und was nicht. So, weit oben steht es erstmal gleich noch doof. Ich nehme an, Gottesmon sind scheiße schwer und können sich auch nicht irgendwo hochbewegen. Und die Mega Flame kommt auch nicht runter, weil Feuer heiß ist und nach oben steigt, I guess. Ich glaube, so ist am besten. So, ach, du darfst ganz kurz ein bisschen gedobermannt werden. Ich möchte eigentlich alle umboxen. Also, Gotsumon würde ich eh nicht mehr ins Team aufnehmen. Wobei, wir haben noch keinen Gotsumon, ne? Und ich könnte das Loot von denen gebrauchen. Naja, zumindest mal anquatschen kann man sie, ja. Also, hi Gotsumon. Na, wieder ziemlich, zwischen harten Dickschädel gehabt. Boah, hab ich dreimal nachdenken, was ich sagen wollte. Hey, was isst du gerne? Obst, es ist ganz, ganz cool, muss man mal sagen. Ich habe das Gefühl, wir sind auf einer Wellenlänge. Vor allem selbst angebautes Obst und Gemüse. Interessanterweise, mir schmecken, weil ich ja nicht riechen kann, jegliches Obst und Gemüse eigentlich nach fast gar nichts, meistens bitter, wenige Dinge wirklich süß. Aber seitdem ich einen eigenen Garten habe und Dinge halt viel intensiver schmecken, kriege ich so ein kleines bisschen mit, was Leute cool an Obst und Gemüse finden. Was doch schon mal ganz schön ist. Mega, ob du lächelst oder lachst, ich traue Menschen nicht.
Aber ich werde es mir verdienen. Wunderbar, jetzt sollen wir nur nicht verkacken. Das sollten wir doch wohl irgendwie hinbekommen. Ich fühle mich nicht gut. Jemand muss mir helfen. Hahaha, nur Spaß hat sich reingelegt. Ja, ich hatte voll Angst vor dir. Um dich. Natürlich. Du bist echt der Hammer. Das ist gut. Jetzt könnten wir auch einen Godzimmer mitnehmen. Also ein Godzimmer wäre auch mal not bad. Können wir mal schauen, was er sich weiterentwickelt. Wir haben 27% Erfolgrate. Gib mir den Gegenstand. Ich will hier nicht gambeln. Yo, think fast. Wow, ein Pflaster. Ja, dafür hat sich das mal so überhaupt nicht gelohnt. Okay, das heißt, es scheint darauf hinauszulaufen, dass wir eigentlich nur Gardromon einmal hart unboxen müssen. Der uns jetzt schon hasst, was absolut okay ist. Geh! Mit den so 10 von 10 süß. Okay, alles klar. Du bleibst einfach hier, Kunemon. Der Panda! Okay, Lopmon und Kunemon sind so meine zwei Favorite Digimon, das ist momentan geworden, weil die so maximal süß sind. Süßer, als ich mir sonst vorstellen kann. Und ich glaube tatsächlich so, dass die Digimon, also die Tamer reden können, wenn sie am Kampf beteiligt sind. Weil würde halt auch keinen Sinn machen, wenn jetzt ein Vertrauensschüler oder Ryo hier mit rumlatschen würde, um mit den Leuten zu quatschen. Weiter! Was wäre wirklich ein guter Streich? Wir haben gerade eben erst angefangen. Wasserbomben, also Streiche sind schlimm. Würde auf jeden Fall einen Kacke finden, weil er vor mir selber einen Streich gespielt hat oder jemand, der effektiv wie er ist. Wasserbomben sind auch Kacke, weil der aus Stein ist. Fallgruppe tut hart weh, Beinstein zumindest ein kleines bisschen weniger. Okay, aber ich finde Streiche immer noch grundsätzlich scheiße. Mann, du siehst echt stark aus, geh nicht, würde ich bestimmt verlieren. Ich würde verlieren? Oh, cool, ich bin total aufgeregt, weil du denkst, ich gewinnen würde. Ich fühle mich nicht gut. Ah, okay, gut, das ist ein voll cooler Streich. Also ich bin ja überrascht, was du da so, geht's dir denn gut, mein Freund? Fuck, das war falsch. Oh no. Da habe ich mich verklickt. Oder einfach das Falsche machen wollen. Ich meine, verklickt ist immer eine schöne Ausrede, wenn man einfach nur von Natur aus falsch Dinge machen wollte. Okay, die kommen nicht ran. Alles gut. So. Es ist einfach so übertrieben. Fucking OP. Dann boxen wir, glaube ich, alle erstmal Godzimmon um. Ich kann 3 weit. 1, 2, das ist die 3, das passt nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon reinspacken möchte, ganz ehrlich. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie noch mal einen Schritt näher kommen und ich damit allen angreifen kann. Deswegen geht die Yatrimon einfach mal hier hoch. Das sollte ihn eigentlich keiner angreifen können, hoffe ich zumindest. Und dann chillt er halt hier und wir hoffen, dass das alles so funktioniert. Aber die ganzen Champions sind schneller. Dann funktioniert es mit Chillen leider nicht. Dammit. Ich hätte so gerne mit Greymon von oben angegriffen. Okay, ich habe einen Plan. Du gehst erstmal ein gutes Stückchen zurück. Und chillst hier. Warum? Weil du das richtig gut kannst. Chill ist so deine Leidenschaft. Du bleibst hier oben stehen, damit die vielleicht sogar näher kommen müssen. Wir chillen eine Runde. Hey, SP dazu, wunderbarer Assist, dankeschön. Jetzt läuft der in unsere Mitte. Ach, ist das nicht Herz allerliebst. Wunderbar, erstmal alle Mann drauf. Oh Gott, fucking damit. Er ist nicht nur nicht schnell, er kann auch noch nicht gut zielen. Das ist eine ungünstige Kombi. Und ich hätte ganz gern Godzimmer an derselben Stelle, deswegen drehen wir uns in die Richtung. Das ist ein Höhenunterschied von 1, ne? Nee, weil das ist 1, das sind das 2. Ich glaube, Godzimmer kann so hoch nicht angreifen. Hoffe ich einfach mal. Das heißt, unser kleines Lopmon darf endlich mal an die Spitze und mit brennendem Eis vielleicht ein bisschen Schaden machen. Handicap, Side Effect. Okay, hat Eis nichts gemacht. Gut. Dann sollte es nur aus Richtung angegriffen werden können. Alles easy. Und dann können wir hoffentlich in der nächsten Runde die Typen so richtig hart zusammenboxen mit allem, was wir so Schönes haben. 34 Schaden. 34! Okay, du gehst woanders hin. Hau ab! Versteck dich irgendwo im Wald. Als Pflanze fällst du hoffentlich nicht auf. Und was macht dein Reden? Verteidigung erhöhen, ne? Da wir mit denen nicht reden können, was sehr schade ist, macht das, glaube ich, der kann eh nicht angegriffen werden. Der kommt von der Seite hier am meisten Sinn.
Naja, gut, wir werden gewinnen, glaub daran. Ja, Saki, wenn du das sagst, fühle ich mich schon viel besser. Wenn es jemand anders gesagt hätte, würde ich mich überhaupt nicht besser fühlen. Du bist so toll. Und was meinst du, machst es nebenberuflich? Dammit, das funktioniert trotzdem. Fuck. Felsenfaust. Uff. Und K.O. geschlagen. Das muss nicht sein. Okay, aber noch so ein Treffer, ist er tot. Dammit. Aber ich kann vorher mit Floramon heilen wegen Pflastern. Das heißt, wir können uns weiterhin auf Gardromon fokussieren, was wesentlich wichtiger ist. Yes. Lieber die 300 Meter nach oben springen, als 2 Meter nach links gehen. Das geht ja mal gar... du kommst dann da nicht ran. Na, dann gehen wir von hinten ran. Also, dann... weil das auch Spaß macht, I guess. Oben wäre immer noch wesentlich geiler. Aber na gut, was soll's. Die ballern trotzdem ordentlich. Und das ist ja alles, was wir haben wollen. Energieschall! Jawohl, den Crit kriegt er. Trotzdem muss er gar nicht deutlich über ihm stehen. Und dann kannst du eigentlich auch in die Richtung chillen. Damit Gottsmund ein anderes Ziel hat. Du müsstest... du kannst nicht so weit angreifen, oder? Habe ich dich zu weit weggeschickt? Ja, habe ich. Schade. Okay, dann können wir leider nicht... zählen als Zeit oder von vorne. Werden wir gleich sehen. Ist egal. Ganz ehrlich, Greymon macht so scheiße viel Damage mit seiner Mega Flame, dass das halt sowas von zweitrangig ist. Auch du darfst gerne einmal chillen. Ich finde es ganz gut. Also dieses Reinlocken in die Todesfalle hat sehr gut funktioniert. Und auch wenn wir hart Damage bekommen von solchen Champion-Digimons, oh, du kannst auch hoffentlich angreifen, oder? Yes! 0% Genauigkeit. Da sollte ich auf jeden Fall vorher hingucken. Dann... ach, und du kannst nicht 3 runter. Okay, dann machen wir das ganz einfach. Du stellst dich direkt vor den Typen, schaust ihn Auge in Auge an und spuckst ihn die Flammen direkt in den Hals, Godzilla-Style. Yes. Exakt so. Hast du es verstanden? Gut, gut. Und du darfst auch ganz gern bei dieser Entwicklungsstufe bleiben. Gönn dir. Du kommst eh nicht ran. Aber haben wir das Problem, dass Gottsmund gleich noch mit dran ist. Das heißt, wir müssen halt so ein Pflaster verbrauchen, ganz ehrlich. Ich will einfach nicht herausfinden, was passiert, wenn jemand hier umgeboxt wird. Ne? Gerade bei Lopmon. Wer ist Floramon? Na gute Saki ist also liebenswürdig genug, dass ich auch nicht möchte, dass, dass Floramon besiegt wird. Daher hoffen wir einfach, dass gar keiner stirbt, dann ist gut. Oh, du willst die Atrimon umboxen. Mr. Super Champion, der in 3 Sekunden 5-mal um die Erde gerannt ist. Ja, das wird witzig. Oma war Mu Shinderu. Wobei, kann ich so weit unten angreifen? Ich glaube nicht, ne? Da folgt leider kein Nani drauf. Na naja, gut, 2 sollte aber gehen. Da habe ich immer noch Höhenvorteil und Shea an der Seite. Also alles gut, gönnen wir uns. Das geht auch nicht. Dieser scheiß Stein ist schlauer als ich. Er outmanövriert mich 10 von 10. God fucking damn it. Okay, das ist so ein leichter Kampf. Unsere komplette SP kostet es eigentlich auch komplett fehl am Platz. Also irgendwas mache ich sehr, sehr falsch. Oder die Gegner sehr, sehr richtig. Um mal jetzt mal nicht nur die Fehler bei mir zu suchen. Auch die Gegner können ja durchaus einfach mal eine... 10 von 10 übertrieben gute KI haben, I guess. So, aber hier sollst du jetzt runterspucken können, ne? Bitte einfach eine kurze Feuerstrahler unten. Wunderbar, schmelzt den Stein. Mit dem hätte ich noch reden können, oder? Hat der Boost drin? Ich weiß es gar nicht. Egal, Sieg. Kriege ich irgendwas Sinnvolles hierfür aus diesem Ausdauerkristall, den wir vorhin aufgenommen haben? Ja, gut, Erfahrungspunkte. Ja, 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 gönn mir. Aber gibt es irgendwas Relevantes, weswegen es Sinn gemacht hat, diesen Punkt für Kunemon auszugeben? Wahrscheinlich kann ich ja wieder mit mehr Leuten reden. Pflaster und großes Pflaster. Ey, richtig nice. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne dieses große Pflaster machen soll. Ich tue es zu meinen 5000 anderen. Das sind Argumon die anderen. Ich frage mich, was sie hier tun. Wait, wie jetzt? Das war noch nicht das verdächtige... was? Ich habe noch einen verdächtigen Digimon bekämpft. Das war nicht das verdächtige Digimon, wo Digimon drin war? Es war ein random Kampf? God fucking damn it, okay. Bitte lass mich noch mehr nutzen. Guck mal, Takumo, da ist was. Wow.
Irgendwas ist gerade rausgesprungen. Lass mich raten. Gotzmon. Ah, Gomamon. Was ist mit dem Ding? Bist du sicher, dass es nicht angreift? Es scheint unsere Anwesenheit skeptisch zu sehen. Ja, es ist verletzt. Vielleicht ist es deswegen sauer. Es hat uns die ganze Zeit wütend angestarrt. Was sollen wir tun, Takuma? Sollten wir nicht seine Wunde versorgen? Deswegen ist es vermutlich so aufgebracht. Du bist so nett, Takuma. Du klingst wie Aoi. Bist du dir sicher? Diese Kreatur ist verwundet. Vielleicht wehrt sie sich. Das sieht nicht so aus. Es scheint Angst vor uns zu haben. Vielleicht wegen der Verletzung. Es erkennt bestimmt, dass wir nichts Böses wollen, wenn wir es langsam angehen. Kann ich gerade einen Gomamon bekommen? Bekomme ich einen neuen Digimon-Partner? Come on, please, please, please. Das würde sich voll lohnen. Gomamon ist der Gruppe beigetreten. Yes, das hat sich gelohnt. Das gönnen wir uns. Habe ich schon ein bisschen gefragt. Wir hatten ja beim letzten Mal diese drei Gomamon, die wir protected haben. Wäre doof gewesen, wenn die nicht da gewesen wären. Oh Mensch, Lobmon alleine. Den geh doch mal besuchen. Weil ich auch sagen, wir wollen irgendwo in der Nähe der Schule bleiben. Wir sind jetzt am Arsch der Welt. Egal. Lobmon, aber Chuchi ist nirgendwo zu sehen. Ja, weil er ein Arschloch ist. Oh, armes kleines Lobmon, geht's dir gut? Alles okay, warte. Ich kann dich da links und rechts scrollen. Warte, nein, wir bleiben bei Lobmon. Wir lassen es nicht auch noch alleine spielen. Brauchst gar nicht erst nachzufragen. Lobmon, aber Chuchi ist irgendwo zu sehen. Ich kann ja nur mal weggehen, wieder herkommen. Vielleicht ist er dann irgendwo zu sehen. Und ich guck durch die Kamera. Chuchi! Chuchi! Nein, kein Zuckensicht. Na gut. Dann nutzen wir gerne hier für unseren letzten Bewegungspunkt. Hm? Lobmon? Was machst du hier? Bist du allein? Ja. Wo ist Chuchi? Ich hab versucht, ihn zu rufen, aber er antwortet nicht. Oh, klingt, als hättest du es aber nicht leicht. Takuma? Wie siehst du uns eigentlich? Hm? Du meinst dich, Agumon und die anderen? Ja. Seltsame Kreaturen, stark und cool, ihr seid halt ohne Scheiß richtig hart vertrauenswürdige Partner. Also ich würde Agumon zwischen mein Leben anvertrauen, auch wenn ich mir zu 5% sicher bin, dass er mich aufessen könnte, wenn er Lust hätte und sonst kein Essen da ist. Aber ansonsten fuck ihn vertrauenswürdig. Ihr seid vertrauenswürdige Partner, so sehe ich das. Ihr helft uns immer, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Ihr seid unsere monstermäßigen Retter. Nur dank euch leben wir noch. Das gilt vielleicht für dich und Agumon. Du nicht auch? Oh, das kann ich nicht sagen. Lobmon macht sich Sorgen über seine Beziehung zu Chuchi. Das weiß ich, aber ich kann gar nicht wissen, was ich sagen sollte, um ihnen zu helfen. Ich kann nur sagen, was ich fühle. Lobmon wirkt unzufrieden, aber was gibt es noch zu sagen? Wir können doch jetzt nicht gehen. Was? Nein, Spiel. Lass mich doch mit Lobmon reden. Das lahme kleine Lobmon, jemand, der ist umarmt. Und das möchte ich sein. Das muss ich sein, weil sonst niemand es scheinbar macht. Ach Gott, fucking dammit. Hätte ich gern mehr Zeit rein investiert, wenn ich gewusst hätte, dass wir da mehr Zeit nutzen können. アグモ戻ってきたか? タクマ、大変大変、すっごいの見つけた! Nee, tue ich auch nicht. すっごいの? なんかね、大きくてビヨーンってしてて、とにかくすっごいんだ! Glaube ich dir nicht, sag ich doch. 大きくてビヨーン? なんだっけ? Ja, damit sollst du vielleicht anfangen. Ein Funkturm. Nice. Ja, ist echt not bad. Also solange der halbwegs funktioniert, sollten wir Internet haben, was wir nicht haben. Aber es könnte erklären, wo diese komischen seltsamen Nachrichten herkommen. Ich trommelte die anderen schnell zusammen. Sie waren begeistert von Agumons Entdeckung. Falcomon hat es entdeckt, war die Aussage. Auch wichtig in einer interessanten neuen Welt. 2 Meter. Ah, noch besser. Sag ich noch, vielleicht sogar 3 Meter. Falcomon
Das hoffe ich beim Funkturm. そんだけ出かけりゃ間違いなく電波塔だな。設備は生きているのかしら。それはわからない。そもそもわれわれは電波塔がどういうものかも知らないからな。行ってみればわかるでしょ。ひょっとしたら誰かいるかもしれないし。よ。そうね。ここで話しててもしょうがないわ。それじゃあ山登りね。 頑張りましょう, Aoi! Floromon sieht irgendwie immer ein bisschen creepy und ein bisschen scheming aus. So durch die Blätter hindurch. So, jo? Hori? Ich bin nicht gekommen. Denpato war Morionuketa Sakino Toge und heute Yamano Teppeni. Ah, weit, weit weg. Morionuketa? So, dann, Janai. Tansaka Hantai da to Itadaro. Tada de Sai Kaibu Tsuka Samoyote Irunoni. Hab doch mal Vertrauen in unsere Fähigkeiten, Shuji. Shuji, das ist nicht mehr nur eine Abneigung, das ist fucking abusive, was du hier machst. Lass das arme Lopmon in Ruhe. Wie gesagt, ich verstehe Ryu jetzt ein bisschen besser. そう、言いますけどね、修二先輩。行ってみなきゃ何も変わらないっしょ。子供だけで何ができるんだ。大人の救援が来るのを待つしかないじゃないか。来るわけねえだろ。Yes, hat Ryu tatsächlich mal absolut recht. Bisschen weinerlich, aber trotzdem. そうよ。来ないって、修二さんだって言ってたじゃん。言ってない。本当に Das hab ich nie gesagt. Also, nicht laut. Wow, also trotzdem deine Meinung. Wo die Chance auf Rettung bei Null stehen, auf Chuchi immer noch darauf. Dann verhungere ich halt alleine, goddammit. Jawoll, Aoi hat zu eingesehen, dass es Sinn macht. Ja, aber jetzt haben wir ja ein Ziel, wo es hingeht, wo es Hinweise geben könnte. Yes, und dann kommt vielleicht auch jemand. Chuchi steht auch bei einem verkackten Verkehrsunfall, guckt sich das an und denkt sich, als einziger steht er da und denkt sich, ja, ne, jetzt warten wir mal, bis Rettung kommt. Und dieses halbsterbende Opfer ruft den Notarzt. Ne, wir machen jetzt nichts. Ich müsste 2 Meter nach links gehen, wenn ich empfangen habe. Das machen wir nicht. Ne, wir warten, bis jemand kommt. Yes, sehr gut. Ich habe jetzt umentschieden. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich bei der Wahl gesagt hätte, nee, drin bleiben ist besser. Weil dann wäre ja jetzt wieder keine Mehrheit. Aber oh mein Gott. Chuchi will offenbar keinesfalls wieder da raus, wenn er immer noch nicht überzeugt ist. Wie kann ich ihn bloß umstimmen? Dann bleib halt hier. Weil er seine Meinung durchsetzen will, weil wir angegriffen werden könnten, weil das Essen knapp wird, weil wir uns verlaufen könnten. Warum war er nochmal so entschieden gegen eine Erkundung? Weil wir angegriffen werden könnten. Duh. Agumon, soko ni iku made ni osotte kisou na teki toka abunai yatsu wa inakatta ka? Daijoubu. Boku tachi mo osowaretari shinakatta. Das ist schon mal nice. あの辺から変な奴の匂いは感じなかったわ。危なくないってこと?じゃあ全然OKじゃん。そうなのか?本当に?Scheinbar。それなら。Jaha, er kommt mit! Sehr gut, sehr gut. Vertrauensschüler anwesend. Jetzt wird er wahrscheinlich sterben, weil er mitgekommen ist, weil doch irgendjemand da war. Ah, belastend. Auf Nimmer wiedersehen, ciao. Nani, denn da, Haru, Miyuki. Ftari tomo isho ni iku kara na. Ftari kiri de koko ni itemo, mata teki ga kuru kamo shirenai daro.
第一春にもみゆきにも相棒の怪物がついていないじゃないか。うむ、危ない目には合わせないぞ。はい、komm, schon ein bisschen sehr, fast schon ein bisschen niedlich, wie er einfach versucht, alle zu beschützen. Immer, dauerhaft. Yes, und Agumon ist einfach immer Mitläufer. Was passt, wenn man einen Hauptcharakter hat, der von jemand anderen Leuten gespielt wird, macht Sinn, dass Agumon einfach immer mitmacht. Minoru hat Ryo so hart um die Finger gewickelt, weiß genau, wie er manipulieren kann, dass er mitkommt. Easy. Yes. So ein bisschen, ab und zu. Muss halt so. Wäre schade, wenn sich ändern würde irgendwann mal. Und irgendwie wachsen würde an Herausforderungen. Unter der Führung Agumons und der anderen gelangten wir auf einen Bergpass. Dort waren viele, viele Gegner. Chuji starb. Wir sind zwar viele Leute und Haru ist noch klein, aber wir haben es in unter einer Stunde geschafft. Warum schaut er so entsetzt rein? Oh, schaut mal! Kämpfe auf Brücken sind in vielen Strategiespielen sehr, sehr üblich. Agumon meinst in der Superlative? Okay. Agumon, der Compensator, will einfach nur selber riesig werden. I see. Und to be fair, er wird auch irgendwann Metal Greymon wahrscheinlich und das ist sehr metallen und da macht es Sinn, dass er Metall den Gesicht und sich denkt, so möchte ich werden. Ja, das war ein Kompliment. Trust me. Ja, um diese Frage zu beantworten, wünschte ich, der Professor wäre hier. Aber das kann ich nicht vor Saki sagen. Oh, ja. Schlaue Entscheidung. Man sollte auch ab und zu mal drüber nachdenken, was aus dem Mund rauskommt, bevor es den Mund verlässt. Genieß ein bisschen die Sonne, lauf ein bisschen, das lenkt zumindest ab. Bist du nicht, du hast immer noch Kunemon. Außerdem spüren die scheiß Digimon Gefahren dieses ganze Spiel lang schon. Will nichts spüren, ist alles gechillt. Nee, Ryo, wie gesagt, jetzt wo ich in der Situation war, mich interessiert es, was mit dir ist. Und Kunemon. Und allein schon, weil es Kunemon interessiert, interessiert es mich auch. Also interessiert es mich schon zweimal. Ja, und Chuji ist sowieso Feuer und Flamme, wenn es darum geht, Leute zu rennen, die nicht Lobmon sind. Und das ist viel zu viel Druck. Ich will noch nicht jemanden auf dieselbe Art wie den Professor verlieren. Ich glaube, der Sprecher von Ryu hatte einfach die ganze Zeit neben seinem Gesicht so eine Zwiebel, die geschnitten wurde. Und schon murmelt er wieder in seinen nicht vorhandenen Bart. Zumindest hält er Schritt. Hoffentlich ist das ein gutes Zeichen. Er ist nicht mehr ohnmächtig, das ist ein großer Fortschritt.
ずいぶん歩いたが、天波島はこの山の上なんだよな。間違いないぞ。あれ、ねえ、あそこに誰かいるよ。あれって。Sag jetzt nicht Professor. Oh mein Gott, eine Frau. Sorry. Okay, mal sehen, mit wem der redet. 本当か。よかった。無事だったのね。Aber das, actually, meine Frage ist ja sinnvoll. Warum sind hier noch andere Leute außer wir? Ich liebe es, wie ich meistens, wenn ich Bullshit labern möchte, die richtigen Sachen sage. Aber es ist genauso ein Fall. Was macht die Frau hier? Die ist nicht mit uns hierher gekommen. Sind noch andere Menschen da? Ja, Kaito dake janai. Issho ni iru no wa. Sie sieht sehr antagonistisch aus. Natürlich, weil sie erwachsen ist. Und weiblich. Das ist ein japanisches Spiel nie ein gutes Zeichen. Du B. Ah, ja. Kaito! Kaito, yokatta. Buzu datta da na. Er ist ein bisschen sehr aufgebracht und wütend, aber sonst alles easy. Omaera tetsudai! Koitsu wa! Tasukete kudasai! Ne? Kono hito ni ikinari ogoe de donararete. Atashi nani mo shiranai no ni. Ah ja, es liegt ganz nach Kaito, dem ruhigen Jungen, aus wenn das mit Mio los ist. Das ist Aokinimon! Oh yes, endlich! Ich wusste, sie kommt noch. Allein über die Tatsache, dass bei Digimon Adventure 2 sie sich zwischen Spinne und Mensch hin und her wandeln konnte, musste ja irgendwann vorkommen. Hoffe ich, also wäre zumindest witzig, wenn sich auch Digimon in Menschen verwandeln könnten. Hey, angenehm, ich bin Jagdmann, Kaitos Partner. Sieht irgendwie cool aus. Ich bin Agumon, Takumas Partner. Und ich bin Takuma, nett dich kennenzulernen. Freut mich, jetzt erkläre ich besser, warum alles so verzwickelt ist. Kaito und Mio sind zusammen durch den Wald gegangen. Dann ging Kaito Ausschau halten. Er kam zurück und Mio war weg, als er nach ihr gesucht. Also hat er nach ihr gesucht. Und hier komme ich ins Spiel. Dragma wollte sofort helfen und da wusste ich, dass er in Ordnung ist. Wow, ziemlich flotte Einschätzung. Aber dieses Mal hat es wohl hingehauen. Ich habe also Kaito geholfen, dann Mio zu suchen. Dann taucht diese Menschenfrau auf. Ja, du kannst sie nicht so fühlen, wie du den Rest von uns fühlen kannst. Stimmt, aber machen wir uns. Aber mach. Manche von uns können ihre Anwesenheit verbergen. Es gibt also nicht immer. Wie macht ihr das dann? Okay. Instinkt! Ah, ja, Team Instinkt, die Gewinner von Pokémon Go. Und die vertraute Kaito, so wird auch sein Instinkt. Aber reicht das auch? Was, wenn ihr falsch liegt? Dann können wir uns so entscheiden. So kann man das wohl aussehen. Fair point. Kaito, hast du... Warte mal. Schau mal, was die anderen so sagen. Hi, was gibt's Neues? Was hältst du von der Frau? Warum streitet sie sich wohl mit Kaito? Keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Wir sollten damit anfangen, uns anzuhören, was sie zu sagen hat. Gute Idee, Aoi. Genau das sollten wir tun. Warte mal, bevor wir das machen, gibt es irgendwo was, was ich hier ganz kurz... Oh, eine Eisenbrücke. Oh, sieht aber gut aus. In den Bergen steht eine große Eisenbrücke. Auf dem Werfer durften keine befahrbaren Straßen sein. Ich will gucken, ob es irgendwie wieder Loot gibt zum Sammeln oder sowas. Und ich würde... Ich kann mal wieder nicht mit Lopmon reden, weil sein Abuser ihn nicht reden lässt. Alles klar. Hi, Abuser. Neuer Zweitname für dich. Was gibt's so? Was hältst du von der Frau? Warum streiten sie sich wohl mit Kaito? Keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Ich hatte noch zu fragen, liegt wie ein guter Ausgangspunkt. Na guck mal, kriegst du das hin? Was ich? Ich gehe natürlich mit dir, aber ich glaube, du bist der Richtige für diese Aufgabe. Kann ich auf dich zählen? Oh, er kann dirigieren. Das ist gut für einen Anführer. Okay, ich werde tun, was ich kann. Viel Glück, danke. Ja gut, dann reden wir halt mal mit der Frau, I guess. Den alle Leute sagen, dass ich mit der Frau reden soll. Hi, was gibt's Neues? Ich war nicht weit weg von meinem Haus. Dann war da plötzlich dieser seltsame Nebel und ich habe mich verlaufen. Ich war an einem völlig fremden Ort. Ich bin weitergegangen, bis ich diesen Jungen sah.
Und die Tatsache lag am We- diese Tasche lag am Wegesrand. Ich wollte sie zurückgeben, falls ich die Besitzerin finde. Hm, klingt ziemlich logisch für mich. Für mich auch. Allein die Tatsache, dass sie Mios Tasche hat, ergibt keinen Sinn. Kaito, ganz ruhig. Könntest du bitte eine Minute still sein? Mir kommt es nur seltsam vor, dass sie anscheinend ganz ohne Monster sicher ist. Monster? Was meinst du mit Monster? Wen nennt ihr hier ein Monster? Ach du meine Güte. Ah, was ist das? Hm, klingt eher gespielt als nach echter Überraschung. Aber vielleicht sehe ich Gespenster. Gespenster! Hm, was ist Ryu? Mami! Wie bitte? Oh, sie erinnert mich an meine Mutter. Oh no, Ryu, please don't! Sie ist ein guter Mensch, da bin ich mir sicher. Ja? Nein! Alter, wenn Ryu irgendwas sagt, muss es falsch sein. Hi, Kaito. Diese Frau ist einfach aufgetaucht und hat mich angesprochen und sie hatte Mios Tasche. Oh ja? Was ist mit Mio? Stimmt, ich kann sie nirgendwo sehen. Wo ist sie? Ich weiß nicht. Wir waren eine Weile zusammen. Dann war ich eine Sekunde weg und sie war fort. Das ist furchtbar. Dann tauchte plötzlich diese Frau auf und hat Mios Sachen. Das wirkt verdächtig, aber deswegen ist sie noch kein verkleidetes Monster. Wir haben bisher nur Monster getroffen. Warum sollte sie keins sein? Ja, ich weiß nicht so recht, ob das logisch ist. Siehst du? Er ist überzeugt. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe nur mit ihm gesprochen, weil er der Einzige in der Nähe war. Und, was sagst du? Sag jetzt nicht, dass du das für bare Münze nimmst. Darf ich endlich entscheiden? Ich bin für Kaito und fertig. Warte, na, na. Ah, ich muss jetzt mit allen anderen Leuten reden, was die so davon halten. Außer Ryu, das er in meiner schon gesagt hat. Fangen wir mal mit Ryu an. Kaito und die Frau sagen komplett unterschiedliche Sachen. Wem sollten wir glauben? Vertraut ihr, sie hat recht. Alles klar, wir vertrauen Kaito. Hä? Wie kommst du denn darauf? Sie erinnert mich an Mami. Nicht, wie sie aussieht, aber ich fühle mich bei ihr wie ihr. Oh, fuck. Ganz ehrlich, er ist ja ein ziemliches Arschloch, um es mal kurz zu sagen. So zu anderen Leuten und so weiter und so fort. Und hurt people hurt people. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass seine Mutter ein absolutes abusive Arschloch ist. Und er deswegen so ist, wie er ist. Das heißt, es ist kein gutes Zeichen, dass er wie seine Mami ist. Und Mami hat immer recht, also muss sie recht haben. Da wäre ich mir nicht so sicher. Das kann nicht sein, oder? Könnte sie Mami sein? Ja, genau, es ist Mami. Sie ist gekommen, um mich zu retten. Sie muss es sein. Mami ist immer für mich da, wenn ich sie brauche. Kiu, kiu, kiu. Ryu, komm schon, reiß dich zusammen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ryus Erkenntnis in seinem Zustand trauen sollte. Ja, nein. So, 10 von 10 nicht. Sag hier, was gibt's Neues? Kaito und die Frau sagen komplett unterschiedliche Sachen. Wem sollen wir glauben? Warum fragen wir nicht nach der Geschichte der Frau? Warum schlägst du das vor? Nur so ein Gefühl. Und es ist ja nicht so, als hätten ihre Geschichte Lücken. Außerdem ärgert es mich, dass Kaito nicht zuhören will. Er redet nonstop davon, dass man ihr nicht trauen kann. Totale Scheuklappen. Ah! Dein Gesicht sieht lustig aus, sag ich, ganz zerknirscht. Ach komm schon, guck mich nicht an, wenn ich so drauf bin. Okay, ich verstehe, was du meinst. Gut, gut. I get this. Minoru. Wie jetzt? Ich kann nach einer Meinung schon aufhören? Ach, weil beide rechts für sie sind und beide links für Kaito. Im Ernst, soll es bei dir mehr von der Geschichte der Frau anhören? Oh, yes, exakt. Gut, Aoi, Mrs. Kompetenz. Wir vertrauen uns erstmal wieder auf das, was Mrs. Kompetenz sagt. Außer es ist Schwachsinn. Kaito und die Frau sagen, glauben, das ist unsicher, was wollen wir glauben? Wir sollten uns anhören, was Kaito zu sagen hat. Gute Idee, Aoi, genau das sollten wir tun. Labromont, ist das alles, was du gerade zu sagen hast? Okay, wie kommst du darauf? Es ist einfach meine Intuition. Ich würde eher Kaito glauben, weil er ein Freund ist. Das und die Geschichte der Frau klingt etwas zu passend. Yes, that's correct. Hey, Chuchi. Wir sollten uns anhören, was Kaito zu sagen hat. Okay, also literally genau, was ich gesagt habe. Ja, Kaito, hey, yo, erzähl mal, her mit dem Zeug. Weiß nicht, an ihr zu zweifeln, nur weil sie Minus Sachen hatte, ist etwas... Nein, total schwach. Kaito, bist du da nicht etwas vorschnell? Was ist mit dem, was sie zu sagen hat? Ah, jetzt kommt schon, Leute. Da, guck mal, du musst doch erkennen, dass hier etwas nicht stimmt. Also, ich glaube, wir wissen doch nicht genug, um sicher zu sein. Warte mal kurz. Hat der Professor nicht gesagt, dass nur Kinder geopfert werden? Und wäre es dann nicht seltsam, dass hier ein Erwachsener auftaucht? Hä? Ja, du hast recht. Ich bin mir unsicher. Also, die Opfer könnten ja gar nichts damit zu tun haben. Außerdem kam der Professor als Erwachsener hierher. Vielleicht ist es gar nicht so seltsam. Ach ja. Ha.
Wen kümmern ein paar zufällige Vermisste? Sie hat was mit Mio gemacht. Mann, es wird langsam langweilig. Hörst du mal damit auf? Okay, das klingt sehr verfahren. Hi, unbekannte Frau. Die Frau ist total verdächtig, traut ihr nicht. Wie kann ich es euch erklären? Ich glaube dir. Oh, na dann, danke. Ja, Mami. Kaito, wenn du ihr nicht traust, was ist die Alternative? Kannst du uns das mal erklären? Was? Komm mir nicht so. Wenn du dich mit mir anlegst, geht das übel für dich aus. Hör auf, Leute anzumachen. Siehst du, das ist das Problem mit dir, Kaito. Du gibst nie nach und schikanierst Leute, bis du deinen Willen hast. Sie kennen sich seit einem halben Tag. Ach, das will ich nicht hören. Es geht hier nicht um meine Probleme, okay? Bitte hört auf, mich zu streiten. Nein? Das ist gerade der Moment zum Streiten? Ah, und jetzt können wir die anderen beiden ansprechen. Ah, I see what you did there, Game. I see what you did there. Okay, das ist nice. Kaito und die Frau sagen komplett ihr, oder? Meiner Meinung nach sollten wir uns anhören, was Kaito zu sagen hat. Warum sagst du das? Wir haben nicht genug Informationen, um eine Entscheidung zu treffen. Aber wie gesagt, dass diese Frau hier draußen allein ist, kommt mir seltsam vor. Findest du es seltsam, dass sie in dieser Welt voller Monster allein überleben konnte? Genau. Alle paar Stunden gibt es eine Krise. Wie kann sie hier draußen allein so ruhig sein? Wenn ich alleine wäre, wäre ich schon komplett durchgedreht. Chochi. Ha! Ganz ehrlich, ich vertraue Kaito allein schon deswegen, weil Mrs. Kompetenz an seiner Seite steht. Kaito und die Frauen, genau. Wenn du mich fragst, sollten wir mehr mit der Frau reden. Warum denn? Schau sie doch mal an. Mann, die riecht sogar toll. Haha, Minoru, du siehst lustig aus. Dein Gesicht ist ganz rot. Minoru, sei doch mal ernst. Ich bin ernst. Ich gehe eben nicht nach dem Aussehen, weil ich so verwirrt bin. Okay. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Okay, was sagen denn meine beiden Geister dazu? Ihr habt bestimmt auch irgendeine Meinung, oder? Hey, Haru? Wundert sich von euch einer von euch, weil Kaito und die Frau sich streiten? Nee. Nee. Hey, Kaito ist dein Freund. Ihr solltet euch wenigstens ein paar Gedanken machen. Du redest immer von Kaito. Wer ist das? Was? Wir kennen ihn nicht. Gar nicht. Was? Oh, stimmt. Ihr kennt ihn gar nicht. Ist er wirklich ein Freund? Bist du sicher, dass er kein Monster ist? Keine Sorge. Er ist ganz sicher ein Freund. Okay, er war wieder ziemlich angepisst, der Kleine. Aber jo, wir reden weiterhin mit Kaito. Der ist unser Mann. Du Monster, was hast du mit Miko gemacht? Ich versuche es dir zu erklären, ich weiß nicht. Hör auf, gib es zu. Du hast sie entführt, oder? Ah, bitte tu mir nicht weh. Kaito, hör auf. Was ist denn mit dir los? Kein Grund, gewalttätig zu werden. Hier, helf mir, Kaito aufzuhalten. Alles klar. Okay, wir halten ihn erstmal zurück. Lasst mich los, sie hat sie entführt, sie hat Mio entführt. Oh, zumindest weiß sie etwas darüber. Genug, du musst dich beruhigen. Kaito, kein Grund, jemandem weh zu tun. Beruhig dich. Ha, bitte, ich höre auf, lass mich los. Puh, da bin ich erleichtert. Sorry, falsche Tonlage beim ersten Mal. Man muss ja die verrückte Antagonistin auch richtig spielen. Uff, schlägt er wieder zu, so wird das Thema, er macht nichts. Yes, also Leute schlagen ist immer noch nicht okay. Ist höchstwahrscheinlich ein Digimon, was gleich zurückschlagen wird, aber trotzdem. Sie hat ganz eindeutig Ryu und Minoru verzaubert. Das ist ja nun mal so. Ansonsten wäre Minoru nicht auf ihrer Seite. Yes. Das sind zu viele Lücken, die es noch überhaupt nicht erklärt hat. Aber wenn wir ihr nicht vertrauen, sollen sie nicht unsere Führerin sein. Die wird uns direkt ein scheiß Spinnennetz reinführen, schon wieder. Exakt, folgen wir Agumon. Oh, dammit. Wir folgen ihm trotzdem. Der macht das schon.
これも言いそびれていた。俺たちは電波塔を遠くから見つけただけなんだ。じゃあ、危うく道に迷うところだったのか。だったらなおさらいいじゃん。道案内してもらおうよ。Wieso nicht gleich, ob sie den Weg kennt? そうよね。迷いたくはないものね。ちょっと待てよ。こいつの話を信じるのか。こいつはミユをさらった怪物だぞ。ですから、それは誤解です。ああ、また話が戻っちゃった。Das ist schon ganz ehrlich, wenn man genügend Animes gehört hat, kann man diese Stimme zuordnen zu slightly evil oder sogar also weiblich evil. Das ist einfach die Stimme dafür. Jetzt wir vertrauen fucking Minoru. Kaito, fucking Kaito. Diese Frau kennt zwar den Weg zum Turm, aber sie wirkt irgendwie verdächtig. Kaito ist zwar ein Freund, ist aber gerade nicht ganz zurechnungsfähig und denkt zu sehr an Mio. Kaito! Let's go! Wobei Frau auch witzig wäre, das muss ich dazu sagen. どいつもこいつも分かってね。もういい。俺は一人ででもミューを探すぜ。Wobei actually der Frau Vertrauen Sinn machen würde, weil sie uns zu ihrem Nest führt. Dort ist Mio, dort boxen wir sie um und retten Mio. Damn it. Aber ich hab dir doch vertraut. Aber ich hab doch gesagt, Kaito vertrauen. Akora, kattenni iku na. Mann. Aber ich hab doch gesagt, Kaito vertrauen. Warum hat das Spiel jetzt gerade gestockt? Was war denn das jetzt? Ja, wahrscheinlich dann die Aussage 3 gegen 3, wa? でも、カイトの説得は時間がかかるかもだから、先に調査とかしておいてくれると助かる。オッケー、任せとけ、タクマ。僕たちも行く。春、雪。Ey. Mann, wenn ich mich nicht spute, verliere ich Kaito. Ich kann es jetzt nicht besprechen. 絶対に僕から離れないでね。行こう、アグモン。Okay, das ist ein bisschen komisch, dass das Kaito so weggestürmt ist. Wenn wir gesagt haben, wir sind für Kaito. Das ist ja literally, als wenn wir die anderen Wahl getroffen hätten. Das fühlt sich ein bisschen sehr random an. Vielleicht wären wir sonst nicht hinterhergegangen, das kann sein. Ja, hallo. Ja, hallo. Was? Du bist auch hier, Takuma. お前だって勝手に俺についてきてんじゃねえか。な、die Alleingänger zurückholen。Yes。せっかく再会できた仲間、一人にはしたくないだろ。そうかよ。小さいおまけを連れてくるくらい心配だったか。おまけ？ああ。Yes, he's eigentlich voll verwandelt in große böse Monster。一緒に行動してるみゆきと春だよ。よろしく、よろしく、よろしく。ま、何でもいいけどよ。勝手についてきたんだから、足手まといになるんじゃねえぞ。Drakumon ist der Gruppe beigetreten. Okay, ist ein bisschen verwirrend gerade, weil meine Überlegung ist, wie gesagt, warum läuft er jetzt von der Frau weg, wenn er der Meinung ist, dass sie Miu entführt hat? Müsste er dann nicht an ihren Fersen kleben ohne Ende? Verdächtig. Wait, hier ist auch noch was? Ich glaube, hier ist irgendwas. Soll ich mit der Kamera umsehen? Ja! Das ist ein guter Plan. Hol sie doch mal raus. Oh, ist genau an der Stelle, wo Mio verschwunden ist, oder? Was ist das? Ah, ein Grillgut! Dammit, Mio ist jetzt ein Grillhähnchen geworden. Das hätten wir vorher kommen sehen müssen. Schade. Hat sich wohl zu weit vorausgewagt und ist verbrannt. Ich will erstmal das Gebüsch gucken. Das ist so das nicht offensichtliche und das würde ich ganz gerne mal checken. Hey, ich habe was gefunden! Aber nichts Seltsames, oder? Wie? Monsterhäufchen? Igitt. Igitt. Es sind keine Monsterhäufchen, kommt schon! Was ist es dann?
Verteidigungsbrecher. Es muss ja doch für irgendwas gut sein. Wir müssen es zum Überleben nutzen, das stimmt. Toll, dass du es gefunden hast, Agumon. Wieso ist das als wichtig markiert gewesen? Was? Das ist doch falsch gecodet, oder? Jetzt ist wichtig, wer bei Kaito? The fuck? Ich wollte doch mit Kaito. Oh. Okay. Ich glaube, das zählt noch als Bug hier, I guess. Ja, definitiv funktioniert das. Sie werden in Gondeln eingesperrt. Na, nice. Nein, der bleibt nur stecken auf halber Strecke. Woher weißt du das? Wir sollten mehr über ihre Geschichte erfahren, nicht einfach mit dir mitlaufen. Glaubt ihr doch nicht einfach so. Schaut die scheiß Dinger hinter ihr an. Das hält alles. Ist alles noch ganz seit Jahrhunderten. Sie hat noch nicht mal ihren Namen uns verraten. God fucking damn it. Woran sieht man das denn, Minoru? God fucking damn it, sie alle kennst die Bild dämlich. Außer Mrs. Kompetenz. Hier ist etwas zu warm. Schrödinger? Nein, das war der andere. Freud würde sich freuen. Na, shinji de yaro yo. Andake Kaito ni utagawarete mo, orera ni kyouryoku shite kureteru nda ze. Dass das Schulschicht auf ihrer Seite ist, finde ich ein bisschen komisch, weil eigentlich wollte er auf Erwachsene gewartet. So basically, das ist seine Rettung. Aber na egal. Ich hätte Saki und Shoji ausgetauscht, basically. Oh, sie sind wirklich angekommen. Interesting. Ah nein, es ist erstmal einsteigen. Aber es geht in die falsche Richtung, trust me. Yes, exactly. God fucking damn it. I hate telltale choices, where you don't have a choice. Ich mache mir Sorgen um Minoru und die anderen, aber ich kann jetzt nicht nur mit Kaito weitermachen. Okay, sonst noch irgendwas, was wir hier... Oh, noch einiges, was wir uns angucken könnten. Na dann, mehr Grillgut! I guess? Was ist das? Grillgut! Jawohl, erst ein paar Heil-Items. Okay, ein paar SP-Items sammeln. Die werden definitiv auch noch irgendwann wichtig werden. Wir merken jetzt schon, dass wir bei Minikämpfen alle SP verlieren. Das liegt durch das ganz gut. Weiß ich gleich. Energie sammeln! Okay, die nehmen wir auch ganz gerne mit. Und wir könnten weiter ignorieren, mit Kaito zu reden. Das ist gut. Hi, Haru, was sagst du dazu? Bist du okay, Schwesterherz? Nicht so müde? Okay. Gut, wenn es zu schwer wird, sag es mir. Okay. Das Bergsteigen muss schwer für sie gewesen sein. Ich muss auch bereit sein zu helfen. Yes. Noch irgendwas?
Pass hier auf. Okay, Miyoko? Siehst du, wo das, was davor steht? Okay. Hier halt meine Hand, damit du nicht fällst. Okay. Haru passt wirklich toll auf seine Schwester auf. Ja, das ist echt beeindruckend. Mio war auch so. Ja, war sie? Egal, vergiss es. Ach, sie hat auf dich aufgepasst? Das ist aber schön zu wissen. Das ist wirklich schön zu wissen. Ich glaube, das war eine gute Idee, nicht weiter mit Kaito zu reden, weil der einen noch weiter rumschreien würde. I guess. Und das ist einfach nur Dinge, die parallel passieren und keine Beendung meines momentanen Szenarios. Das ist auch ganz cool. Ihr habt doch immer noch nicht bestätigt, dass die Anführerin eine gute Anführerin ist. Goddammit. Oh, Lopmon. Ja, eine Gruppe Teenager, die sagt, wir sind hilflos verloren. Bitte helfen Sie uns, um Hilfe zu holen. Wird niemals ausgenutzt werden. Niemals. Bald ist es vorbei. Also, ich habe vorhin das richtige getroffen. Minoru, hör erstmal zu. I fucking knew it! Es ist die Stimme einer weiblichen Antagonistin! Ich hab's von Anfang an gecallt, weil einfach Frauen, erwachsene Frauen, Animes nicht gut wegkommen. Vor allem, wenn es um Teenager geht. Fucking Newt, hör ich die scheiß Stimme an! Und ich hab's genau so gecallt! Ah! Sowas macht mich aggressiv! Wenn ihr nur jemanden hättet, der fliegen könntet, Diadremon! Instant Mood Change. Ich wusste es! Ich hab's gecallt! Fuck yes! Ich bin so episch! Ich wusste es, Arukinimon! Jawohl! Yes.
別に覚えてくれなくてもいいわよ。だってお前たちはここで死ぬんだから。死ぬんだから。さあこの箱ごと生贄にしてやろうかね。どうしよう、修二さんどうする。だから僕は探索だって嫌だったんだ。あー、ラポン。Aber ein super Synchronsprecher. Mama ga. Das ist der Moment für Ryu, sich zu entwickeln und Kunemon Entwicklung zu geben. Come on, please, Ryu. I trust in you. Jiga. Ara. Mama janai. Suka. So da yo na. やっぱりママはいないんだ。Nicht schon wieder. Werd nicht schon wieder ohnmächtig. Reagiere richtig und wachse über dich hinaus und lass endlich die Entwicklung von Kunemon sehen. Ah, どうしたの、お姉ちゃん。どうしたんだ。見てるの、みゆき。あれはゴンドラ。途中で止まってるな。ist aber schade。みんながあそこで捕まっちゃったみたい。ああ、アドラオガハル。はいはい。それってつまりあの女の仕業か。Yes! Ich war ganz auf deiner Seite, Kaito! Endlich! Hm. So, ich weiß immer nicht, was meine Entscheidung für einen Unterschied gemacht hat. Und bisher fühlt es sich so an, als wenn alle keinen Unterschied machen. Ich weiß, ab Episode 8 ändert sich das, weil sich verschiedene Enden aufsplitten. Das heißt, vielleicht sind die jetzt schon wichtig für das, was nachher passiert. Das werde ich am Ende mal durchlesen und euch vielleicht nochmal up-to-date halten. Aber ich finde sowas, seitdem es bei Telltale Games aufgefallen ist, da hat es wieder irgendeinen Unterschied gemacht. Aber es gibt bei vielen Spielen einfach dieses, nimmst du A oder B, es passiert immer C. Und nicht nur so ein, du kriegst Charakter A oder B dazu und beide sterben irgendwie, sondern du kriegst immer nur Ausgang C. Interesting. Und... wartet. Kann hier nicht speichern. Okay. Ah, da ja die Menschenopfer-Sache. Ah. Sehr nice. その代わりにお前らを生贄に捧げてやるわ。これがあの人なのか。騙し討ちとは卑怯な真似してくれるじゃねえか。タクマ、気合い入れろ。こいつを倒して全員助けろ。Ultra Level Digimon, das wird schwierig, aber let's fucking go! わかゲロ、アクモ。Ich muss mich fragen, wie wir da hinkommen. Aber ansonsten, yes, let's fucking go. Oh, das war leichter als gedacht. Ja, wunderbar. Alle, die ich trainiert habe, sind nicht einsatzbereit. Oh, fuck my life. Ich kann eh nur eine nehmen. Haha, da ist doch mein Beta-Mann genau perfekt. Gut. Das war die Kamera, die in meinem Stuhl sich verheddert habe. Aber wir können doch bestimmt... Nein, wir können ja nicht speichern. Das ist ungünstig. Yes. So, nichtsdestotrotz, außer es kommt jetzt nochmal irgendwie eine große Formulierung von... Okay, Aokimon besiegt alle vernichten. Alles klar. Kampfbeginn.
kann ich vorher speichern, weil ich müsste wirklich langsam los und den Rest meines Tages ablaufen. Okay. Ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht. Zick, wie nervig. Immer langsam mit den jungen Pferden. Wir helfen. Stimmt, irgendwann, irgendwie. Ich bin nah dran, also schlage ich als Erster zu. Wie nah dran. Okay, die chillt, die chillen. So, kann ich schnell speichern? Guck mal, das ist ein automatischer Kampf, okay. Kampf unterbrechen, aufgeben, wiederholen, Hilfe, unterbrechen. Gibt es da einen Schnellspeicher? Okay, wir machen das anders. Wir machen einfach die Zwischending mit der Switch. Okay, das ist dann ein Problem, was ich beheben muss. Wir gehen aber nachher weiter. Nächster Bosskampf, wunderbar. Ich hoffe, euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir doch Bescheid. Ich bitte ihn gerne in die Kommentare. Können wir unsere dummen Freunde retten? Wie gesagt, mit dem ist passiert dasselbe. Egal, was man macht, ist ein bisschen komisch. Aber ansonsten, mal sehen, wie es weitergeht. Und damit, adios, amigos, und auf den Glaze. Auf Wiederhören.